Die schlafende Schöne wird Hamburg oft spöttisch genannt. Viele Jahre schien es, als ob sie im Schlaf der Selbstgerechten versunken sei und dabei womöglich ihre Zukunft verpennt. Jetzt ist sie unsanft aufgewacht und stellt fest, die Wunschliste der Bürger ist lang. Ich würde mich freuen, wenn die Stadt einfach mehr für alle da ist und viel mehr genutzt wird und wirklich so zum Herzen Hamburgs wird. Viele wollen mit anpacken, damit die Stadt so wird, wie sie sich eine lebenswerte Metropole vorstellen. Wir haben so eine Kraft, wenn wir alle zusammen uns irgendwie engagieren. Platz für Menschen schaffen. Die Leute haben keine Möglichkeit, sich einfach zu begegnen oder so, weil einfach der Autoverkehr so viele natürliche Achsen zerschneidet. Lebendige Stadtquartiere mit Raum für alle sollen her. Was ein Problem ist, sind halt die teuren Mieten. Das wäre schön, wenn sich das ändern würde. Mehr Wohnungen und weniger Betonwüsten. Keine einfache Baustelle. Es muss mehr Grün geben in der Stadt. Auf den Dächern, an der Fassade. Eine lebenswerte Stadt ist eine entspannte Stadt, in der Menschen den Mittelpunkt machen. Selbstbestimmung ist einfach irgendwie ein riesengroßer Punkt. Das ist eine lebendige Stadt. Zusammensein mit vielen Menschen, aktiv. Mitten in der Altstadt, hinter der Katharinenkirche, steht zwischen Kanal und sechsspuriger Straße ein leeres Parkhaus aus den 50er Jahren. Seid ihr soweit? Ja. Das soll nicht so bleiben. Kai Ratschko ist im Vorstand der neuen Genossenschaft, die sich an einem anspruchsvollen Umbau versuchen will. Nach dem Motto, Autos raus, Menschen rein. Der Architekt will kein Geld mit dem Projekt verdienen und auch nicht mit seiner Frau Dominique und den zwei Kindern hier einziehen. Es geht ihm einzig und allein ums Ausprobieren. Ja, einer muss es mal machen. Das ist doch klar. Sonst kann man nicht drüber reden, sonst kann man nicht faktisch vergleichen mit herkömmlichen Modellen, kann nicht lernen. Im Minimalfall bringt es das, dass wir zeigen, dass es geht. Und andere Leute können sich dann abschauen, welche Hürden wir genommen haben, wo die Schwierigkeiten liegen, was man vielleicht anders machen muss, was man vielleicht genauso beibehalten kann. Man muss tun. Das ist sehr gut. So langsam wird ein Bild raus. Wenn ihr bitte nach da geht. Heute präsentieren sie sich zum ersten Mal als frisch gegründete Genossenschaft. Schon jetzt haben sie mehr Genossen, als später hier wohnen können. Könntet ihr, die Gruppe in dem Fenster, könntet ihr noch eins höher gehen in die Mitte? Das ist natürlich nicht ganz einfach zu jeder Zeit, dass so viele Menschen zusammenwirken. Das bringt mich auch an manche eigenen Grenzen natürlich. Wir testen Grenzen des Baurechts, wir testen Grenzen der Mitwirkenden auf Stadtseiten. Und wenn ich testen sage, ist das falsch, wir dehnen sie gemeinschaftlich aus mit allen Beteiligten. Das ist ein wahnsinnig spannender Prozess, das ist nicht üblich. Wow! Was siehst du, die? Was ist da hinten? Die Elbphilharmonie, ja? Ja, die wollte ich. Kai Ratschko investiert unendlich viele Stunden in das Gemeinschaftsprojekt. Neben seinem normalen Job und der Familie. Seine Frau Dominique ist, so oft es geht, mit dabei. Ja, also ich kann es nicht behaupten, dass ich von Anfang an durchweg begeistert war. Aber ich kann es total nachvollziehen. Also gerade wenn wir hier in solchen Momenten dann sind, also ich habe durchaus auch eine Fantasie, dass das was wirklich Tolles wird, was Spannendes. Rund um das Parkhaus lag einst Hamburgs historisches Herz. Das wollen Kai und die Genossen beleben. Während vor dem Krieg 70.000 Menschen im Stadtkern lebten, sind es heute nicht mal 13.000. Bürohäuser und riesige Verkehrsachsen prägen stattdessen das Bild. Die Ost-West-Schneise befahren täglich so viele Autos wie die A7 am Maschener Kreuz. Lebenswert und autogerecht, wie geht das zusammen? Beispiel Nummer 1. Dieser erste große Verkehrsgraben, die Ost-West-Achse, zerstörte das alte Hamburger Stadtbild, wie es in Jahrhunderten gewachsen war, fast mehr noch als der Bombenkrieg. Das alte wurde rücksichtslos beiseite gedrängt. Unter dem Druck, schnelle Lösungen für den Durchgangsverkehr zu finden, ging die organische Einheit zwischen Hafen und Geschäftsstadt endgültig verloren. So kommentierte schon 1975 ein Film für die NDR Nordschau. Geändert hat sich seitdem wenig. Die Stadt der Funktionen nannten die Planer damals ihre Vision der modernen Metropole.
Nach der Devise saubere Trennung von Arbeiten und Wohnen entstand das gigantische Angestelltenghetto City Nord. Nach dem gleichen Motto wuchsen ringsum die Schlafstädte aus der Erde. 11 Uhr vormittags. Fast kein Mensch auf der Straße, trotz dichter Besiedelung. Viele Büroburgen der City Nord sind von namhaften Architekten gebaut und stehen unter Denkmalschutz. Doch heute versuchen Stadtplaner, die Monobebauung aufzubrechen. Direkt nebenan entsteht gerade ein neues Wohnviertel, das Pergolenviertel. 1.700 Wohnungen, davon 60% öffentlich gefördert. Den Aufbau der Gemeinschaft unterstützt die Stadt finanziell. Also ich finde das ja hier für die Kinder fast so ein bisschen Bullerbü 2.0. Ne, das heißt, die gehen runter, die sind alleine hier, die können alleine irgendwie mal eben einkaufen. Und die sind hier schon eine Gemeinschaft. Also von den ganz verschiedenen Hauseingängen, die bilden Banden und beschäftigen sich toll. Also dadurch, dass es auch so verkehrsberuhigt ist, kann man sie ja wirklich laufen lassen. Julia Schmidt-Berbatovci ist mit Mann und zwei Kindern vor einiger Zeit eingezogen. Jetzt will die Familie zusammen mit den Nachbarn das neue Quartier gestalten. Ja, wo starten wir? Habt ihr schon so ein bisschen so einen Einblick ins Gärtnern mit heimischen Pflanzen? Ja, so ein bisschen, weil wir auch einen eigenen Garten haben. Aber ein Hochbeet haben wir zum Beispiel nicht. Deswegen finde ich das jetzt gerade ganz interessant. Wollt ihr eine kleine Chance? Annette Wegner hat diese Aktion organisiert. Nimmst du den hin und trägst den zum Hochbeet? Und alles für das Gärtnern vorbereitet. Hier soll es schnell grün und lebendig werden. Ist das denen egal, wo die so? Oder? Also sind ja alles relativ normale Pflanzen, die halt auch so Wald- und Wiesendinger sind. Beim Pflanzen lernen Julia und ihr Mann auch engagierte Leute aus anderen Wohnhöfen kennen, wie Nachbarin Annette. Es ist halt ein neues Viertel und es sind ja Strukturen, die sich jetzt erst so finden können. Und ich finde es halt auch wichtig, dass es zum Beispiel keinen Unterschied gibt zwischen diesen verschiedenen Eigentumsstrukturen. Es sind ja irgendwie Eigentumswohnungen, es sind ganz viele Wohnungen von der Saga. Und ich finde es toll, wenn es Anknüpfungspunkte gibt zwischen den Menschen. Die Idee, die Anlage mit Innenhöfen und Torbögen zu bauen, haben sich die Planer gleich nebenan abgeschaut, in der historischen Jahrestadt. Die vor fast 100 Jahren von Hamburgs legendärem Stadtplaner Fritz Schumacher erdachte Stadt in der Stadt ist bis heute ein Vorzeigeviertel. Julia ist in der Jarrestadt geboren und hat dort das Leben mit ihren ehemaligen Nachbarn mitgestaltet. Nie hat sie sich vorstellen können, hier wegzuziehen. Ich finde es einfach sehr einfach so ursprünglich, wie es seit eh und je war. Hier ist nicht irgendwie hier ein Neubau und da noch ein Neubau zwischengesetzt. Man kennt sich, es ist nicht so anonym, wie es in der Großstadt ja manchmal vielleicht auch der Fall sein kann. Also hier sind viele Grünflächen, viele Parkanlagen, viele Spielmöglichkeiten für Kinder mit diesen ganzen Innenhofbereichen. Ja, gute Aufteilung, haben sich damals gut ausgedacht. Wenn es viele Gemeinschaftsflächen gibt, dachten sich die Planer damals, können die Wohnungen selbst etwas kleiner sein. Hier sind sie durchschnittlich nur 65 Quadratmeter groß und immer noch sehr begehrt. Viel Licht und Luft, Treffpunkte im Freien, Platz für Läden, Cafés. Und das, was Stadtplaner heute ganz modern Shared Spaces nennen. Das fühlt sich irgendwie an, weiß ich nicht, wie auf dem Dorf, wie in so einer kleinen, ja, wie in einer kleinen, auf einem kleinen Dorf einfach. Trotzdem brauchte Julias vierköpfige Familie ein bisschen mehr Platz. Deshalb sind sie ins benachbarte Viertel gezogen, das über eine der vielen neuen Fahrradrouten zu erreichen ist. Jetzt will Julia hier richtig ankommen. Nicht nur die Aufteilung in Hofgemeinschaften ist eine Anleihe aus der Jarrestadt. Auch die Backsteinarchitektur orientiert sich an ihr als bewusstes Zitat. Als nächstes will die Pflanzgruppe das Wahrzeichen des Viertels neu beranken, die Pergolen.
Freunde, wir gehen erstmal hier. Ja, das meinte ich, da durch. Und na, du musst dann hochkrabbeln. Können wir nochmal hier. Ja, so war meine Idee, sehr gut. Ja, und nun, was erwartet ihr jetzt, dass das wächst? So schnell doch nicht. Können wir das so machen? Findet ihr das? Mach doch noch ein paar quer, so ein Z-mäßig. Dann gehen wir hier noch einmal rum. Okay, ich bin oben. Und jetzt können wir über den oberen Holm, dass das auf jeden Fall nicht runtersacken kann, wieder, finde ich. Wir haben so eine Kraft, wenn wir alle zusammen uns irgendwie engagieren. Und dann kann man irgendwann sehen später, das wird was. Da entstehen Sachen, die genau für uns sind. Wir wohnen hier direkt mittendrin und ja, es ist einfach schön, dieses Miteinander. Und ich hoffe, das geht so weiter. Ja. In der Altstadt an der Parkgarage, die jetzt Gröninger Hof heißt, geht der Traum vom Zusammenwohnen noch deutlich weiter. Kai Ratschko und die Genossen haben von der Stadt den Zuschlag bekommen und dürfen nun mit dem Planen beginnen. Vorbereitungen für den Architekturwettbewerb. Noch zeigt das Parkdeck kein menschenfreundliches Antlitz. Wir sind jetzt circa 4 Jahre vor Bezug und wir maßen uns nicht an, dass wir jetzt die genaue Lösung schon kennen. Und wir entwickeln das mit vielen gemeinsam. Also man bezieht gemeinsam ein Haus, das man gemeinsam geplant hat. Das schafft Gemeinschaft. Wo sich jetzt auf 8 Etagen Autostellplatz an Autostellplatz reiht, sollen möglichst viele, möglichst unterschiedliche Menschen wohnen. Ein Haus für Autos kann man nicht einfach umwidmen in ein Haus für Menschen. Da ist natürlich was zu tun. Also Autos haben andere Bedürfnisse als Menschen oder Menschen andere Bedürfnisse als Autos. Und das bezieht sich maßgeblich auf Licht und Luft. Und folgerichtig ist das dieses tiefe Grundstück, in das ja überhaupt kein Licht eindringen muss. Autos können im Dunkeln stehen, kriegt natürlich Öffnungen. Neues Leben im riesigen Betonquader. Doch die Genossenschaftler wollen noch mehr. Alternative Wohnformen müssen her und außerdem soll ja auch das Altstadtviertel vom Umbau profitieren. Dazu, und das ist das Schwierigste, soll möglichst viel erhalten bleiben. Sicher ist, dass wir keinen neuen Beton verwenden, also ihn folgerichtig nicht noch mal produzieren müssen. Wir haben eine Konstruktion, die Stützen, das Tragwerk. Das müssen wir nicht an jeder Stelle neu erfinden. Das ist zum Teil sogar ästhetisch, das mag nicht jeder so sehen, aber zum Teil auch schön und identitätsstiftend. Und vor allen Dingen ist es schon hier. Kai Ratschko und die Genossen wollen ein Exempel statuieren. Gegen die ewig gleichen Schuhkartonwohnungen und den Klimakiller Beton. Denn 38% aller Treibhausgase stammen in Deutschland aus dem Baubereich. Für Hamburgs Hafencity und deren stetige Erweiterung ist der Klimawandel ein Thema. Das sah man vor 20 Jahren noch anders. Bauherr, Mieter und Senator schaufeln für Europas größtes Städtebauprojekt. Startschuss für die Bauarbeiten in der Hafencity. Eines der weltweit größten Softwareunternehmen wird hier Ende nächsten Jahres als erster Quartier beziehen. Mit riesiger Kraftanstrengung unter höchster Geheimhaltungsstufe gelang es damals der Stadt, dem Hafen Flächen abzuringen. In bester Lage zwischen Speicherstadt und Elbe. Während die Investoren drängten, die neuen Flächen schnell zu bebauen, ließ die Stadt sich mehr Zeit. Manchmal auch notgedrungen, wie bei der Elbphilharmonie. Für Hamburg wurde die Hafencity zum riesigen Echtzeit-Stadtentwicklungslabor. Uns bietet sich damit die unschätzbare Chance, dem Stadtkern seinen dringend benötigten Entwicklungsraum zu geben. Unser Umgang mit dieser Chance wird wesentlich über Hamburgs künftige Rolle unter den europäischen Metropolregionen entscheiden. Wo damals Barkassen anlegten, befinden sich heute Museumshafen und Kaiserkai. Der erste Abschnitt der Hafencity wurde schnell zum Touristenmagnet. Nur die Hamburger taten sich mit ihrem jüngsten Stadtteil schwer. Wohnungen konnten sich nur wenige im neuen Nobelquartier leisten. Zu viel Beton, zu wenig Grün, lautete eine weitere Kritik. Und wenn die Touristen mal ausblieben, war es schnell leer und leblos.
Die Hafen City besserte in ihren Ausbaustufen nach, plante mehr Parks und setzte auf den sogenannten Drittelmix aus Eigentum, Baugruppen und gefördertem Wohnraum. Im östlichen Teil entsteht demnächst Deutschlands höchstes Holzhochhaus. Obwohl es noch nicht fertig ist, sind schon fast alle Wohnungen verkauft. Klimafreundlich, macht sich bezahlt. Beim Prinzip Cradle to Cradle werden Wertstoffe nach einem Abriss wiederverwendet. So auch beim Neubauprojekt Moringa. Quartiersgaragen sollen entstehen für wenige Privatautos und viele Carsharing-Angebote. Alles wird rollstuhlgerecht, denn Inklusion ist ein großes Thema. Und hinten? Ja, wir packen jetzt mal ein paar Kartons aus. Okay. Leonard Seuker ist 22 und bezieht seine erste eigene Wohnung. Ich freue mich am meisten, endlich mein eigenes selbstbestimmtes Leben führen zu können und wirklich meine Sachen selbst in die Hand nehmen zu können. Ja. Leonard braucht Unterstützung, um seinen Alltag zu strukturieren. Hier hat er eine Perspektive gefunden, wie 24 weitere Menschen, die eingeschränkt selbstständig sind, aber Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen. Alles ist von einer Stiftung organisiert. 1, 2, 3, 4 Türen, das ist richtig. Was ist denn das hier? Ein Teil vom Tisch. Gut. Die schaffe ich alleine. Gut. Wenn ich hier und hier anpasse, dann geht das. Gut. Wo schneidet man das jetzt ein, dass man die Tischplatte nicht kaputt macht? Hast du eine Idee? Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht könntest du ja den Eckhard, deinen Assistenten, mal fragen, ob er dir hilft. Noch beim Auspacken und beim Zusammenschrauben. Ja. Hier ist Leonhard, ich grüße dich. Wir haben ein kleines Problem beim Tisch aufbauen und da bräuchten wir immer deine Hilfe. Alles klar, bis gleich. Kommt er gleich? Er kommt gleich. Ich denke, dass das eine ganz große Chance nochmal für Leonhard ist, sich weiterzuentwickeln. Es war immer mein Wunsch, dass er so selbstständig wie möglich lebt. Guten Morgen. Morgen. Die Hände immer oberflächlich. Also, Messer. Stück für Stück. Das ist ein Aussichtstisch. Da kommen zig Einzelteile auf uns zu. Aber das bei was auch immer es in Zukunft hakt, beim Putzen, Kochen, Betten machen, wird Leonard seinen Assistenten fragen können. Aber auch die Nachbarn im Haus und im Viertel. Denn als Quartier der Generationen sollen hier im Bakenhafen unterschiedlichste Menschen selbstverständlich zusammenleben. Funktioniert, wie geschmiert. Das ist ja eigentlich dann gelebte Inklusion. Ne? Das, wo wir alle hinwollen. Erst wollten wir die Kinder integrieren in die Schulen und überall. Und jetzt soll es einfach stattfinden. Ne? Und dass normale, also gesunde Menschen und nicht beeinträchtigte Menschen sehen, dass es auch andere gibt, die aber auch ihr Leben leben können und dass man sich gegenseitig unterstützen kann oder zumindest sich mal erstmal überhaupt sieht, so, dass man dass es einfach normaler wird. Hallo. Der Tisch steht und verwandelt sich sofort in einen Busführerstand. Denn auch bei seinem Hobby nimmt Leonard die Dinge gerne in die Hand. Ich bin jemand, der ist extrem gerne unterwegs und das am liebsten mit dem Bus, weil man da am meisten erlebt. Warte mal eben. Stand jemand in der Kreuzung. Ging nicht anders. Ja, das ist auch gut. Merkt keiner. In seinem neuen Zuhause ist Leonard nicht lange allein geblieben. Mit seinem Nachbarn will der Busfan die Umgebung erkunden und kann dabei in die Zukunft reisen. Im ersten Bauabschnitt, dort, wo die Hafen City schon lange fertig ist, hat die Stadt ein Reallabor für autonomes Fahren eingerichtet. Mal sonst gucken, ob ich so professionell da auch reinkomme. Das dachte ich mir nämlich. Soll ich dir helfen? Ja, das wäre super. Danke. Geht super. Danke. Wir fahren tatsächlich. Toll. Ja. Etliche Sensoren und Kameras steuern den kleinen Bus. Noch ist ein Begleiter mit an Bord.
Nächste Haltestelle, Next Stop, Vasco da Gama Platz. Okay, sogar mit Ansage in Mehrsprache. Ich bin erstaunt. Den 2 Kilometer langen Rundweg schafft der Bus inzwischen ganz gut, hat den virtuellen Schulterblick gelernt und kann sogar zweite Reihe Parker selbstständig überholen. Nur wie zum Beispiel Fahrgäste nach einem Unfall ohne Anleitung aussteigen oder Warnwesten anlegen, solche Fragen müssen noch geklärt werden. Stop am Kaiserkai Elbphilharmonie. Bis zur Serienreife wird es deshalb wohl noch 3 bis 4 Jahre dauern. Mit dem autonomen Bus könnte die Stadt den sogenannten Hamburg-Takt hinkriegen. Das Versprechen, dass bis 2030 von überall binnen 5 Minuten öffentliche Transportmittel fahren. Optimierbar, aber Prototypen soll man ja nicht gleich verurteilen. Ne? Also, mal schauen. Rollstuhl- und fahrradgerechte Wege sind in den neuen Abschnitten der Hafencity inzwischen Standard. Genau. Es dauert ja wirklich noch 3-4 Jahre, bis hier wirklich das Bild der Baukräne zumindest in dieser Umgebung verschwindet. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange sie noch braucht für den Fußweg bei uns. Da bin ich auch gespannt. Weil das ist schon so ein bisschen nervig, wenn wir immer um Baustellenabsperrungen rum müssen. Ja, ich glaube, diese Umgebung hier wird das neue Eppendorf. Und allein bei der Entstehungsgeschichte dabei zu sein, fände ich was ganz, ganz Tolles. Der Barkenpark liegt mitten im neuen Quartier und war von Anfang an ein Versprechen für die Zukunft. Ihn baute die Stadt noch vor den Straßen und Häusern. 1,6 Hektar auf einer künstlich aufgeschütteten Insel. Attraktion ist der Himmelsberg. Das heißt, wir trennen uns, Leonard? Jupp. Ein 14 Meter hoher Aussichtspunkt. Leonard, was siehst du? Ich sehe hier tatsächlich die Elbphilharmonie. Ich sehe die Jakobikirche. Und ich sehe natürlich auch noch unsere Wohnanlage. Und ich habe hier oben sehr nette und gute Gesellschaft. Wir sind auch hier. Moin. Wenn ich eines Tages mal eine Frau finde, heirate, Kinder kriege, aus diesem Stadt, aus dieser Gegend. Es ist so schön hier, ich möchte hier nicht mehr weg. Mit Hochdruck baut Hamburg gegen die Mietensteigerung an. Ziel: 10.000 Wohnungen pro Jahr. Wer mehr Platz braucht und keine größere Wohnung abkriegt, holt Gerd Streng. Wohnflächenoptimierer. Oh, der Streng. Guck mal, endlich da. Ja, just in time. Heute Morgen eingetroffen per Kurier. Wie cool. Der Verkaufsschlager des Architekten, die 1-Quadratmeter-Treppe, die zusätzlich auch den begehrten Stauraum schafft. Wichtig ist ja das große Teil auch. Genau, dieses müsste jetzt das oberste sein. Wir müssen ja zuerst rein, die Teile. Das kriegt gleich ein ganz anderes Licht schon. Sieht man jetzt hier schon. Ja, prima. Gut, dann nehme ich wieder raus. Ja, das Haus wurde von den Bauherren gekauft und während dieser Konzeptionsphase ist Nachwuchs gekommen. Und insofern war dann die klassische Situation, ich will jetzt ein Zimmer mehr haben oder das gesamte Potenzial des Hauses sehr, sehr gut nutzen. Gerd Strengs Treppen sind immer auch kleine Designobjekte. Gut, dass man die noch ein bisschen justieren kann. Ja. Ich glaube, so passt er, ne? So passt er ganz gut. Ja. Was man da wirklich gut sehen kann, ist diesen warmen Widerschein. Von dem Kupfer, dass das ja Licht da reinfällt. Ja, diese indirekte genau. Lichtfarbe genau. Durch das Kupfer. Prima. Ja, dann ran mit dem Zeug. Machen wir. Das war die Hauptproblematik, dass man sagt, erschließe den Spitzboden, ohne ein Zimmer abzuschießen. Und das haben wir jetzt hier gemacht, indem wir aus einem großen Schlafraum haben wir 2 Quadratmeter rausgenommen und haben da die neue Erschließung für den Spitzboden integrieren können und haben trotzdem noch ein Zimmer, was groß genug ist, was als Kinderzimmer sowieso prima zu nutzen ist. Und wir haben das große Schlafzimmer als großes Schlafzimmer ohne Durchgangsfunktion. Die Taschenspielertricks mit Spiegeln und kleinen Verwirrspielen beherrscht der gerade im Architekturjahrbuch geehrte Raumsparkünstler aus dem FF. Auch in dieser Wohnung. Plus Stauraum, Stauraum, Stauraum.
Man muss nicht immer dran bauen, größer bauen, eine größere Wohnung haben. Man kann viel im Bestand reaktivieren oder aktivieren. Und das ist so ein bisschen meine Nische dann auch, dass ich sage, guck erst mal, was du hast. Und damit kann man schon echt was anfangen. Die Familie wohnt mit zwei Kindern und zwei Elternteilen auf 90 Quadratmeter und hat zwei Extrazimmer für Kinder- und Elternzimmer. Aber es gab nur ein halbes Zimmer als Ausweichfläche. Insofern haben wir in diesem halben Zimmer dann das Elternschlafzimmer komprimiert untergebracht und dann auch noch das Bett an die Decke fahren zu können, um einen Arbeitsplatz zu gewährleisten. Insofern hatte das gut gepasst, dass sie einen Homeoffice-Platz haben und trotzdem noch ein Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer. Ein weiteres Fable, Multifunktionsmöbel. Aus Küche wird Terrasse. Seit den 1970er Jahren hat sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Person verdoppelt. Von 27 auf 47 Quadratmeter. Wenn Nachwuchs kommt, wird's eng. Hier in diesem Reihenhaus fehlte im Grunde ein Kinderzimmer. Und wir hatten die Idee, diesen Spitzboden in die Nutzung mit einzubeziehen, wussten aber nicht genau wie. Ich versuche erstmal das Problem zu lösen, zu sagen, okay, wie komme ich jetzt von da nach da? Und wie komme ich da so bequem wie möglich hin? Entstanden ist eine Lese- und Spieltreppe, auf der sich der 7-jährige Sohn der Familie frei entfalten kann. Mit einer klitzekleinen Einschränkung. Dieses Bild, das bedeutet Vorsicht, Rutschgefahr. Und dafür ist dieses Zeichen da. Und dann meinte ich hier nochmal Achtung. Das ist ein schwieriger Rettungseinsatz. Volltreffer, mitten ins Schwarze. Ich erhoffe mir eigentlich, dass der Trend, dass die Wohnfläche pro Bewohner immer größer wird, dass der ein bisschen abnimmt. Dann können auch wieder mehr Leute auf dem gleichen Platz hier in der Stadt wohnen, ohne dass man jetzt in den Vororten wieder irgendwelche Einfamilienhaussiedlungen aus dem Boden stampfen muss. Vor 100 Jahren lebten noch ganze Familien auf 34 Quadratmetern. In Hamburgs größter zusammenhängender Terrassenhaussiedlung am Falkenried. Heute stehen die 95 verbliebenen typischen Hamburger Bauten unter Denkmalschutz und werden größtenteils von den Mietern selbst verwaltet. Preiswerter Wohnraum in Gemeinschaft. In der sogenannten Bunkerterrasse wohnt Parkgaragenplaner Kai Ratschko. Ich bin vor 15 Jahren als Student hier noch eingezogen, habe das opportunistisch als preiswerten und sehr wunderbar schönen Wohnraum genommen einfach, ne, so, und habe mich um die Gemeinschaft nicht wirklich geschert. Und im Laufe der Jahre habe ich gesehen, was für einen Wert das hat und welche Beiträge jeder hier liefern kann, damit das auch weiter funktioniert. So ist mein Bewusstsein dafür gewachsen, wie man Wohnraum aufbauen kann und wie man als Gemeinschaft gut zusammen funktionieren kann. Und sich leisten kann, was andere eben anders bezahlen müssen, durch Eigenleistung. Ich habe am Anfang allein gewohnt, ein Stockwerk höher. Dann ist Dominik dazu gekommen, da haben wir zu zweit gewohnt, auf 34 Quadratmeter. Dann waren wir zu dritt, dann sollten wir bald zu viert sein. Sag mal, hast du mein Telefon gesehen? Mein Telefon? Ach so, hier. Danke. Sie suchten eine neue Bleibe, wollten aber in ihrem Stadtteil Eppendorf bleiben. Unmöglich. Zum Glück zogen die Nachbarn unter ihnen aus. So haben wir dann jetzt zwei Wohnungen. Zwei übereinander und eine Treppe ergänzt. Jetzt haben wir Duplex, das ist toll und wir können hier zu viert wohnen. Dank der bezahlbaren Miete kann der selbstständige Architekt so viel Zeit in das Parkdeck-Projekt stecken. Denn seine Erfahrungen mit selbstverwaltetem Gemeinschaftswohnen will er weitergeben. Ja, Freitagabend haben wir das erste Mal eine Veranstaltung auf dem Dach vom Parkhaus. Ach cool. Ja, ja, das wird, ist super. Alle genießen den Ausblick. Wäre ich ja auch ganz gern dabei. Ja. Nächstes Mal. Dass hier keine seelenlosen Wohnsilos stehen, haben die Ratschkos kämpferischen Vorgängern zu verdanken. Jahrelang arbeiteten die Falkenried-Mieter gegen Leerstand und Verfall an.
In den 1960er und 70er Jahren ließen zwei gemeinnützige Wohnungsunternehmen alles systematisch vergammeln. Mit dem Ziel Abriss und Neubau. Die Terrassenhäuser waren ab 1890 als Werkswohnungen für die Straßenbahnreparaturanstalt gegenüber entstanden. Billiger Wohnraum für Schlosser, Schaffner, Straßenbahnfahrer. Schillerstraße. Die Ausgänge sind vorn und in der Mitte. Siedlungsfläche für die boomende Großstadt. Nach neuesten wohnhygienischen Vorstellungen. Davon war 70 Jahre später nichts mehr zu spüren. Trotzdem kämpften die Mieter 20 Jahre lang um den Erhalt. In letzter Minute hatten sie schließlich Erfolg. Es wurde saniert. Und seitdem dürfen sie ihre Wohnungen selbst verwalten. Genau 30 Jahre ist das jetzt her. Das ist ein bisschen verwachsen. Ja, bei einigen, bei anderen wieder nicht. Ne? Da müssen wir ein bisschen. Da muss man mal schauen. Verschönerungseinsatz zum Jubiläum. Die alten Schriften, das Kopfsteinpflaster, alles ist erhalten. Hier habe ich eine Handvoll Messer für jeden eins. Wow, so, danke hier, schön. Ja, du weißt gar nicht, was du mit anfangen sollst. Danke, das zeige ich sehr. Euch jetzt aber. Ja, okay, guck, jetzt hast du das Bündel. Gehst mit dem Messer drunter und dann kriegst du nämlich auch die Wurzel raus. Ja. 450 Menschen leben hier. Wer hier einziehen will, muss einen Wohnberechtigungsschein haben und sich persönlich vorstellen. Alle zwei Wochen ist Mietertreff. Das ist grundsätzlich eine Sache, die man, wenn man sie macht, regelmäßig machen sollte. Also nicht nur zum Jubiläum. Oder lassen. Es ist, da scheiden sich tatsächlich die Geister der Anwohner hier. 100 Menschen, 1000 Meinungen. Diesen Spruch kennen hier alle. Dass eine Genossenschaft so gut funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Deswegen will sich Kai Ratschko Tipps für sein neues Projekt von seinen Nachbarn holen. Einige sind schon von Anfang an dabei und wissen, worauf es bei einer Gründung ankommt. Das ist ein Parkhaus, was ihr vielleicht kennt, in der Neuen Gröninger Straße. Das ist hinter der Katharinenkirche, Katharinenviertel. Wir hatten uns dann zum Ziel gesetzt, dass wir dieses Parkhaus bekommen von der Stadt. Und ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, wie viele Wohneinheiten werden das dann? Der Vorentwurf weist jetzt 74 Wohnungen aus und da sind einige Wohngrundrisse sehr groß. Also es kann auch sein, dass die Zahl der Wohnungen, die Fläche erhöht sich natürlich nicht, aber die Zahl der Wohnungen könnte noch steigen bis auf 80, sage ich mal. Wir sind jetzt schon mehr Mitglieder, als bei uns wohnen können. Und das ist auch Sinn und Zweck und Thema des Ganzen. Das ist jetzt hier ein bisschen anders als bei uns hier zu Hause. Also jeder sollte mit eingebunden werden, aber wer nicht will, der will halt nicht. Also das kann man jetzt nicht. Ich darf mitgestalten, ich verfolge, was da passiert und ich trage dann auch Verantwortung mit dafür. Also ich fühle mich verwachsener. Das wird persönlicher. Irgendwie. Man hat einen eigenen Bezug, einen ganz individuellen und die anderen auch. Wir erleben auch was miteinander. Wir sind hier ein buntes Völkchen. Wir haben Leute, die leben ihr Leben, die stören aber auch sonst niemanden und so soll es sein. Und die anderen bringen sich halt ein und machen was für die Gemeinschaft. Ich sage immer, wir sind hier die kleine Schanze. Das ist so ein lebendiges Inselchen in diesem vornehmen Eppendorf. Wir sind im Altbauviertel Eppendorf. Heute von vielen Städtebauern als Musterbeispiel für Urbanität gepriesen. Ein positives Ballungszentrum. Schon in den 70er Jahren zogen die Altbauviertel immer mehr Menschen an. Begehrt ist das, was man zu Fuß ums Eck erreicht. Hier ist immer Leben auf den Bürgersteigen, Begegnung und Kontakte. Trotzdem hätten die Stadtentwickler das fast alles tot geplant. Eigentlich sollte dieser idyllische Kanal durch eine Stadtautobahn ersetzt werden. Eine hartnäckige Bürgerinitiative verhinderte das. Grünes Licht fürs Umdenken in der Stadtplanung? Man darf hoffen. Dennoch blieb die autogerechte Stadt noch viele Jahrzehnte ein Ideal. Die vom Krieg zerstörten Viertel Hamm und Hammerbrook, in denen es einst so aussah wie in Eppendorf, wurden zu riesigen Durchfahrtsschneisen, gesäumt von unzähligen Bürobauten. Die verlieren in Zeiten von Homeoffice immer mehr ihre Funktion. Noch denken wenige Investoren um. Und die Stadt hat kaum Flächen, um gegen die Monokultur anzuplanen.
Dieser ehemalige Recyclinghof gehört der Stadt. Seit 3 Jahren dürfen die Bürger hier neue Ideen entwickeln. Julia Marie Englert will mit Gleichgesinnten einen alternativen Park schaffen. Jeder, der will, kann mitmachen. Wir müssen ja bis zur Oberkante vom Holz noch auffüllen. Eigentlich so von dem großen Efeu, da mit der Distel bis hier hin, kannst du eigentlich immer so einen Schubkarre neben der nächsten. Und da hinten ist auch noch ganz. Die Stadt hat ihnen die Fläche zur Zwischennutzung überlassen, auf der sie erst mal machen können, was sie wollen. Leerflächen werden natürlich oft einfach überplant. Also da wird dann irgendwie ein Park hingesetzt. Man überlegt gerade, was ist irgendwie im Trend. Große Rasenflächen, ein paar Parkbänke, ein paar Mülleimer, ein Radweg. Und wir versuchen eben viel mehr freizulassen. Pläne hat die Stadt trotzdem. Mit einem Grünzug will Hamburg Alster, Elbe und Bille verbinden und dabei den Verkehrsknotenpunkt grüner machen. Die Pläne zeigen eine Brücke und Betonstufen dort, wo jetzt ein selbstgebauter Ponton schwimmt. Die Aktivisten fordern überall freien Zugang zum Fluss. Außerdem wollen sie Teile der alten Hallen dauerhaft erhalten, als Schlechtwetterunterstand für Bands, Bastler und Gartenbauer. Anders als in den aufgewerteten Szenequartieren finden Sie hier in Hamburgs wildem Osten noch freie Flächen. Mit ihren Aktivitäten haben Julia und ihre Mitstreiter den Asphalt aufgebrochen und zum Blühen gebracht. Parks nennen sie ihre Aktion zur Wiederbelebung, bei der jeder mit seinen Ideen willkommen ist. Unser Ansatz ist, dass es verschiedene Parks für verschiedene Menschen braucht. Also jeder hat ja irgendwie, will was anderes, fühlt sich vielleicht woanders wohl. Und so Parkflächen brauchen einfach Unterschiedlichkeiten. Und deswegen heißt dieses Projekt auch Parks, um einmal so anzuerkennen, dass innerhalb eines Grünzugs nicht alles grundsätzlich gleich aussehen muss. Und ich glaube, Hammerbrook ist ein sehr, sehr besonderer Raum. Und der braucht eben vielleicht auch eine etwas besondere Parkfläche. Julia will mit der Parks-Truppe dauerhaft Wurzeln schlagen. Dafür ist sie unterwegs zu den Nachbarinnen vom Kraftwerk Bille, zum Aufstand der Zwischennutzer. Der Verein namens Hallo belebt Teile des halbverfallenen Kohlekraftwerks seit 7 Jahren als Kultur- und Gemeinschaftsort. Na? Nina Manns und Dorothee Hallbrock haben ein Rezept entwickelt, wie sie alle bleiben können. Die Tomaten sind so lecker. Gemeinsam mit einer Stiftung wollen sie kaufen. Wenn wir das hier verwirklichen können, dann gehört es vielen anstatt wenigen. Wenn wir sagen, Stadt gehört uns allen, dann können wir uns entscheiden für eine offene Stadt und für öffentliche Räume. Und da geht es auch um Fragen vom guten Leben in der Stadt Hamburg, wo es immer teurer wird. Ihr Konzept hat überzeugt. Der Bund hat ihm sogar den Titel Nationales Projekt des Städtebaus verliehen. Doch dann stellt sich heraus, das Gelände ist längst an einen Investor verkauft. Sogar die Stadt ist machtlos. Das heißt eigentlich, dass diese Aktivitäten zu einem Ende kommen würden und dass eben dieses Kraftwerk nicht, wie es bisher war, ein offener Ort ist für verschiedenste Arten von soziokultureller und kultureller Arbeit, sondern einfach ein weiterer Bürostandort in Hammerbrook. Jetzt wollten sie mit 7,5 Millionen Euro Förderung von Bund und Stadt loslegen, können aber nicht mehr kaufen. Hammerbrook zieht inzwischen viele junge Leute an. Doch die Aktivisten haben den Eindruck, dass die wahre Party letztlich die Investoren feiern. Dabei träumten sie eigentlich von einer Stadt, die allen gehört. Ich glaube, Selbstbestimmung ist einfach irgendwie ein riesengroßer Punkt, ein Freiraum, wo man selber machen kann. So. Wo eben nicht es vorgegeben wird, sondern man eigene kleine und große Träume verwirklichen kann, wo man Menschen irgendwie findet, mit denen man das zusammen machen kann.
und einfach so seine Utopie so vor den eigenen Augen irgendwie so wachsen sieht. Vielfältigeres Wohnen, buntere Parks, selbstverwaltete Bürgerhäuser. Der Wunsch nach Mitbestimmung der Bürger wird spürbar größer und macht auch vor der City nicht Halt. Ist Hamburg noch zu retten? Ja, wenn der Hauptstrom der Autos um die Lebenszentren herumgelenkt wird. Die Spitaler Straße, ein Beispiel dafür, dass Wirtschaftlichkeit und Wirtlichkeit sich nicht widersprechen müssen. Lauter Hoffnungsschimmer, dass Hamburg doch eine liebenswerte Stadt bleibt und also im grünschen Sinne lebenswert. Heute reicht das Motto Autos raus nicht mehr, um die Innenstadt nachhaltig zu beleben. Wohnungen gibt es hier kaum noch. Sobald die Geschäfte schließen, ist alles tot, weiß Stadtexpertin Wiebke Kehler-Siemsen. Shopping hat sich verlagert und diesen Prozess, den sieht man ja schon ganz lange und es ist sicherlich durch die Pandemie auch noch befördert worden. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten 3 Jahren gemerkt, dass wir Raum brauchen. Als wir alle zu Hause saßen und wenig uns treffen konnten in geschlossenen Räumen, wurde der öffentliche Raum auf einmal viel wichtiger. Und deswegen, glaube ich, ist der Blick auch darauf, was können wir aus diesen öffentlichen Räumen machen, ein ganz anderer geworden. Besonders 2 leerstehende Kaufhäuser regen die Fantasie an. Ein Bildungszentrum mit Dachcafé oder ein hochmodernes Naturkundemuseum? Die Vielzahl der Ideen sammelt sie für Deutschlands älteste Bürgerinitiative, die Patriotische Gesellschaft. Das merken wir an unseren Workshops, das merken wir an den Diskussionsangeboten, die wir gemacht haben, dass die Leute Lust haben, gemeinsam in Netzwerken über Stadt nachzudenken. Doch fast alle Gebäude der Innenstadt gehören privaten Eigentümern und lassen sich nicht einfach verplanen. Die Stadt wird so stark bestimmt von den Grundstückspreisen. Aber das macht natürlich Veränderungen auch total schwierig. Wir sehen aber ganz, ganz viel Offenheit und wir merken auch sozusagen, dass viel mehr an Dialogbereitschaft da ist. Und ich bin sicher, dass sich viel mehr verändern wird. Schon jetzt zeigt die City ein neues Gesicht. Bunte Studentenentwürfe statt Stangenware. Auch die Plätze sollen sich verändern, nicht mehr nur Übergänge von A nach B sein. An der Ideensuche beteiligen sich neben den Bürgern neuerdings auch die Eigentümer der umliegenden Geschäftshäuser. Wie hier am Gerhard-Hauptmann-Platz, auf dem bald ein sogenanntes Reallabor startet. Es soll uns vor allem Erkenntnisse bringen, wer nutzt diesen Platz wie und was brauchen wir. Denn bevor große Baumaßnahmen kommen auf anderen Plätzen oder auf diesem Platz, braucht es ja erstmal die Erkenntnis, was suchen die Leute eigentlich in der Stadt, was brauchen sie. Und deswegen geht es darum, wirklich genau hinzugucken, hinzuhören und zu erforschen und diese Erkenntnisse dann zu nutzen, gemeinsam mit der Stadt. Gleich um die Ecke hat das vornehme Levanterhaus Platz für Paradiesvögel geschaffen. Sonst ist die Passage eher bekannt für Traditionsgeschäfte und Luxusmarken. Jetzt beteiligt sie sich an einem Programm, das leerstehende Flächen übergangsweise von Kreativen bespielen lässt. Dafür hat die Stadt 9 Millionen Euro locker gemacht. Ohne die wäre Karl Ghazali nicht hierher geraten. Nein, da wäre ich eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu machen. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich das machen darf hier. Weil jetzt, wo sie alle stehen, muss ich sagen, es gefällt mir und ich freue mich auf die kommenden 3 Wochen. Der gelernte Friseur hat sich eine Nische erobert. Perücken für Drag Queens. Möchte die Leute nicht enttäuschen, wenn die schon hierher kommen. Dann sollen sie ja auch ordentliche Arbeit sehen. 1,50 Euro pro Quadratmeter zahlt er für die Ladenfläche. Seine Kreationen sollen anderes Publikum in die Innenstadt locken. Alle sollen sehen, dass Drag mehr bedeutet als ein Mann mit Kleid und Perücke. Inzwischen Kunst und Klänge auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz. Das Reallabor beginnt. Ein international erprobtes Konzept für die Stadt der Zukunft. Was tut dem Platz gut? Wiebke Kehler-Siemsen und ihre Mitstreiter wollen das herausfinden.
es ist ein Anfang und machen ist einfach cooler als nur wollen. Die Stadt unterstützt die patriotische Gesellschaft finanziell und hat ein Interesse an dem Ergebnis. Das benachbarte Thalia-Theater ist auch dabei. Alles ist offen, Versuch und Irrtum. Eines ist inzwischen klar: Die Stadtentwicklungsideen der Bürger sind oft nachhaltiger als die der professionellen Planer. 16, ja, ja, genau. Vielleicht sind es die farblichen Akzente, vielleicht sind es die Sandkisten, vielleicht ist die Projektion, die nachher kommt. Und wir gucken uns das genau an. Und ich glaube, lernen, Fehler eingestehen und aufmerksam sein und mit Leuten reden, das hilft. Und dann wissen wir mehr. Ob abends, wenn hier besonders wenig los ist, Lichtkunst Fassaden von Kaufhäusern lebendig machen kann? Hier wird weiter geforscht, ganz bewusst mit offenem Ausgang. Das sieht toll aus. Um die Ecke im Levanterhaus ist Auftrieb. Und der verleiht der noblen Kaufmannspassage eine ganz besondere Note. Die Stadtexpertin nennt den Perückendesigner eine Pionierpflanze und hofft, dass sich jetzt auch andere in solchen Räumen ausbreiten. Großartig. Vielen Dank, dass es das jetzt in Hamburg gibt, so farbenfroh für Drag Queens, ist großartig. Also es macht mich sehr glücklich. Und mitten in der Innenstadt. Mitten in der Innenstadt und in Hamburgs schönster Passage. Absolut. Ein paar schrille Accessoires steigern die Schönheit und Aufmerksamkeit. Doch für das Quäntchen stilvolle Extravaganz fehlte der Stadt oft der Mut. Mit der Parkgarage könnte das anders werden. Heute werden die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs für den Umbau zu einem Wohnhaus vorgestellt. In der ehemaligen Autowerkstatt präsentieren 6 Architekturbüros, wie sie sich einen Umbau vorstellen. Hat jemand Klebstoff? Wir müssen, glaube ich, die Willy-Brandt-Straße 73 da ankleben. Ich habe nur diese Power-Strips. Ich bringe morgen aus dem Büro Leim mit. Das geht. Wo unser Parkhaus ist? Ach so, ja, ja, im Moment klafft da natürlich noch dieses Loch hier. Ja, genau, stimmt, ihr habt überhaupt Bett. Also, nicht da. Sechs Vorschläge stehen zur Debatte. Nur in einem Punkt sind alle gleich. Licht und Luft holen sie rein, indem sie ein dickes Loch in das Parkhaus schneiden. Es gibt ja gar nicht das eine richtig, aber hier in den Entwürfen, wenn sie dann alle 6 dargestellt sind, sieht man unterschiedliche Haltungen. Und das ist sehr spannend, die alle miteinander zu vergleichen. Kai Ratschko gehört natürlich der Jury an und hat sich, wie die Mehrheit, für den Entwurf eines Züricher Architekturbüros ausgesprochen. Ganz formal kann man sagen, es kommt einfach viel Licht in den Innenhof. So, das ist toll. Da sind lebendige Situationen, die da entstehen. Man sieht, dass hier oben schon ganz andere Qualitäten verwirklicht sind als hier unten mit dem kleinen Vorgarten. Und das wird hier genauso sein mit diesen größeren Fensterbändern. Neben Pärchen- und Familienwohnungen bietet der Entwurf auch Lösungen fürs Leben in der Gemeinschaft. Clusterwohnungen, bei denen mehrere kleine, private Einheiten sich große Gemeinschaftsflächen teilen. Mit Küchen für Gruppen, die sich zum Beispiel einen Koch teilen wollen. Mit geteilten Wohn- und Arbeitszimmern, Gemeinschaftsterrassen mit Sauna und Fitness. Bei Bedarf kann jeder Gäste- oder Au-pair-Wohnungen dazu mieten. Das wird unserer Genossenschaft gerecht, dass wir da nicht nur eine Typologie durchgemetert bekommen, sondern dass wir viele, viele verschiedene Wohnraumangebote bekommen. Alternatives Wohnen war den Genossenschaftlern bei der Planung wichtig. Und Ideen, wie sie ihren Stadtteil beleben können. Wir haben dieses doppelhohe Sockelgeschoss. Das ist urban. Das ist nicht klein, das ist nicht mickelig, das ist nicht wie unsere Häuser hier gegenüber, wo ein kleiner verlorener Eingang steht, in dem man mit dem Schlüssel so reinläuft.
hier, das ist eine große Einladung an die Stadt mit großen Öffnungen. Die glänzen einen an. Eine Bäckerei soll hier rein, ein Kino, Ateliers für Kunsthandwerker. Dazu Coworking Spaces und ein sogenanntes Fab Lab, eine moderne Gemeinschaftswerkstatt. Die dritte wichtige Auflage haben die Architekten auch gelöst. Ein großer Teil des Betontragwerks kann wohl bleiben. Billiger wird es wahrscheinlich nicht, aber gut fürs Klima. Experimente für preiswertes Bauen gibt es derzeit überall. Statt einer Maurerkolonne müssen nur zwei Mitarbeiter die Schichtarbeit dieser Maschine überwachen. Etwas mehr als 4 Tage reine Druckzeit braucht der 3D-Drucker für dieses Haus. Es steht zwar in Westfalen, ist aber auch für die Hamburger Planer interessant. Obwohl es aus Beton ist. Noch. Denn Forscher suchen dafür schon nach Alternativen. Klimafreundlichen Beton zum Beispiel, Lehm oder flüssige Erde aus Aushubmaterial. Hamburgs erstes Haus aus dem 3D-Drucker baut der Experte für nachhaltige Stadtentwicklung André Landwehr. Für das neue Zukunftsviertel auf dem Grasbrook. Allerdings im Maßstab 1 zu 500. Ich drucke hier ein Gebäude aus für unser 3D-Stadtmodell. Da haben wir, ich glaube, 65 Gebäude, die auf dem ganzen Grasbrook stehen. Und das ist von den Architekten gekommen und wir haben das dann so umgewandelt, dass der 3D-Drucker das auch verstehen kann und dann abfährt. Und das eine Modell fehlt uns noch. Gedruckt hat es André in einem der neuen Fab Labs, wie es sie später auch im Parkhaus geben soll. Dieses hier liegt im Oberhafen, dem Teil der Hafen City, wo sich die Kreativen ausleben dürfen. Aufbruch zur Vorortrecherche. Absichtlich bei schlechtem Wetter. Wind spielt in seinem Simulationsmodell eine große Rolle. So will André Landwehr die Kollegen vom Grasbrook unterstützen. Wo hat man Flächen, in denen es sehr windig wird? Wo hat man Flächen, in denen sehr viel Straßenlärm herrschen wird oder Schienenlärm? Wo werden sich sehr viele Fußgänger konzentrieren? Wo platziert man Restaurants? Wo platziert man Kindergärten? Wo platziert man das Museum etc.? So, dass man Besucherströme oder Fußgängerströme durch das Viertel leiten kann. Solche Fragen, die möchte man ja eigentlich so früh wie möglich identifizieren, um hinterher Planungskosten zu sparen. Am Rand des Baufelds sind schon die Bagger zugange. 20 Jahre, bevor hier alles fertig sein soll. Hier trifft André Landwehr auf Bianca Penzlin von der Hafen City GmbH. Wenn man das genau anguckt, dann kommen wir immer näher an die Realität. Wird einen Moment dauern. Und die Ergebnisse von euch sind natürlich besonders für diese Bereiche, wo wir die großen Windexpositionen haben, dann auch super wertvoll. So, dass man dann hier verschiedene Windrichtungen simuliert, verschiedene Windstärken und schaut, ob man hier in den Parks und in den Innenhöfen gute Aufenthaltsqualitäten bekommt. Also was jetzt kaum spürbar ist, sind tatsächlich die Grünqualitäten, die wir hier gemeinsam anstreben. Und wenn man das Feld jetzt leergeräumt hat, wird es tatsächlich genau hier sein, wo der zentrale Park entsteht, mit dem Ausgang bis zum Hafenbecken vorne, in der wunderschönen Elblage am Höft, am Veddelhöft, wo dann auch die Peking liegen wird, neben dem Deutschen Hafenmuseum. Und an der Stelle quasi im Rücken die Bebauung entlang des Parks zum Wohnen und Arbeiten. Holzhäuser, begrünte Dächer und Fassaden. Dazu Treffpunkte überall und kaum private Autos. Auf dem Grasbrook will die Hafencity noch mal alles zeigen, was sie über die Jahre gelernt hat. Doch anders als in ersten Planungen wird nur ein kleiner Teil des Grasbrooks Zukunftsstadt. Der Rest gehört dem Hafen, trotz mäßiger Wachstumsprognosen. Wind ist in der Hafencity mit seiner Wasserlage und immer höheren Häusern ein Problem. Fallwinde produzieren Windschneisen zwischen den Fassaden. André Landwehr will mit seinem Stadtmodell helfen. Das hat er in Hamburgs Architektenschmiede der Hafencity-Universität mit Kollegen entwickelt. Nehmen wir mal den. So. Ich bin mir bei denen immer nie sicher, in welche Richtung die sollen. Okay. Ja, die haben hinten diese Dachterrasse. Ach, ist das eine Dachterrasse? Ich gehe davon aus, ja, weil das ist ja auch nach Süden raus. Und dann kannst du hier halt, also hier oben wird noch gewohnt und dann kannst du hier, glaube ich, sitzen und den. Aber willst du nicht dann eher den Blick in den Hafen haben? So, ja, das ist ja in Ordnung. Also, willst ja auch die Sonne haben. Der Kopf hinter der innovativen IT-Struktur ist Programmierer Jan Jessen.
Informationen, auf die Stadtplaner bislang eine Woche warten mussten, wirft das Modell nun in 30 Sekunden aus. Okay, wir hatten jetzt die Windrichtung, ne? Warte, ich mache mir die nochmal an. Ja, dann kann man das immer sehen. Das waren 200, genau, das ist die. Das heißt, krass, das geht hier wirklich voll drum rum, ne? Ja, man sieht hier echt, dass dieser Platz dann nicht so chillig wäre, ne? Okay. Wir haben das dann quasi so dargestellt, dass je grüner das ist, desto höher der Komfort. Also man kann dann vielleicht im T-Shirt sitzen und gemütlichen Kaffee trinken, während man, je röter man geht, desto mehr müsste man sich vielleicht dann doch eine Windbreaker-Jacke anziehen. Es macht ja durchaus Sinn, wenn wir irgendwie sehen, oh Mensch, hier ist aber viel Wind vor dem Gebäude, dass wir auch mal kurz nachgucken können, wie ist denn das gedacht, was das für ein Gebäude ist? Und das können wir eben, wenn wir uns das hier jetzt einfach anschauen und sehen, alles klar, das ist irgendwie so groß, das hat diese Höhe und auch, das soll später ein Laden sein, das soll kommerziell sein, das sollen Wohnungen sein. Ja, das heißt, dann haben wir wieder diesen mega. Die drei haben viele Ideen, was sich außer Wind noch mit der Simulation berechnen lässt. Lärm, Fußgängerbewegungen oder Starkregen. Dafür sind die Modelle auch gedacht, dass man dann wirklich mit den verschiedenen Stadtplanungsexperten und Architekten sich zusammen um so einen Tisch stellt und dann genau solche Fragen diskutiert, wo man dann sagt, naja, aber jetzt ist ja im Park relativ windig, können wir das nicht irgendwie anders gestalten? Und dann würde man sagen, naja, man muss ja auch bedenken, dass wir hier keine Gebäude hinbauen können, die den Wind eventuell abschirmen würden. Und da hat dann jeder Fachplaner seine eigene Perspektive auf das Ganze und wir bringen sie halt alle an diesem Tisch zusammen, um dann gemeinsam genau solche Fälle ausdiskutieren zu können und die besten Kompromisse zu finden. So können die Forscher von der Hafen City Universität sogar Laien die wichtigen Faktoren der Stadtplanung erklären. Direkt hinter der Parkgarage und vor der Speicherstadt ist heute Lukenkonzert. Raus aus der Zuschauerrolle, mitbestimmen, wie wir leben wollen. Das ist Kai Ratschkos Antrieb. Und immer mehr Hamburger wollen das auch. Eigentlich planten mehrere Initiativen, die große Ost-West-Achse für einen Tag sperren zu lassen. Das hat nicht geklappt. Dafür ist es die kleine Parallelstraße geworden. Der Kampf um mehr Raum für Menschen in der Stadt geht trotzdem weiter. Die Parkgarage soll im Zentrum stehen. Heute proben die zukünftigen Bauherrinnen und Bauherren ihre neue Rolle in der Stadt. Maßgeblich lebendig. Das ist das Wichtige für eine Stadt. Maßgeblich lebendig, lebenswert, also Umstände, die angenehm sind. Das heißt, Menschen maßstäblich, sodass sie Menschen zuträglich sind und nicht so sehr für Maschinen gemacht sind wie Autos. Und dass wir hier zusammen sind dann. Das ist eine lebendige Stadt. Menschen machen die Stadt. So einfach. Das ist die Rolle. Die Menschen machen ihre Stadt selber. Bis ihre Zukunftsvision real wird, vergehen noch mindestens 4 Jahre. Kai Ratschko stört das nicht. Schließlich geht es um neue, spannende Perspektiven. Und jetzt habt ihr gelernt, wo ist das Rathaus? Da hinten. Stimmt. Hier.